Ich glaube, da kann ich für die Mannschaft sprechen. Wir freuen uns sehr aufs erste Heimspiel hier zu Hause. Wir wollen ähnlich schönen Handball, wie wir es schon im Auswärtsspiel gemacht haben, zeigen. Wir haben dort 34 Tore geworfen, haben schnellen Handball gespielt. Das wollen wir diese Saison vermehrt tun. Aber wollen natürlich auch besser decken, als wir das in Wilhelmshaven gemacht haben und auch weniger Gegentore bekommen wieder, so wie im letzten Jahr. Wir sind ja darum bemüht, besser im Angriff zu spielen. Das hat man oder hat auch schon eine gewisse Entwicklung stattgefunden jetzt in der Vorbereitung. Die Ergebnisse konnte man in Wilhelmshaven sehen. Und wenn wir dann diese Balance hinbekommen, gut zu decken und gut vorne zu spielen, dann werden wir auch Punkte holen. Jetzt das erste Heimspiel. Ich glaube, wir freuen uns alle tierisch darauf, wieder hier im Castello spielen zu können. Wir hoffen auf eine volle Halle, dass die Fans uns unterstützen, nach vorne bringen. Ohne Unterstützung ist es immer schwer, ein Spiel gut zu bestreiten. Deswegen hoffen wir, dass die Halle voll wird, die Leute hinter uns stehen und wir so eine Einheit bilden und Coburg Paroli bieten können.